Wir verstecken uns immer noch. Haben aber auch schon echt ein paar ausgeschaltet. Und schleichen jetzt mal hier weiter. Ist hier noch was im Wasser? Irgendwas Spannendes? Nö, nur Grünzeug. Aber ich will auch Grünzeug. Habt ihr gesehen, dass ich gelernt habe, wie man einen Köpfer macht? Ja, das konnte ich in Rise of the Tomb Raider noch nicht. Da habe ich verzweifelt versucht herauszukriegen, wie ich einen Köpfer mache. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Lara, bist du okay? Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Tja, Abby. Mitgehangen, mitgefangen. Pfad der Lebenden, das Porvenir-Camp infiltrieren. Ein Lagerfeuer! Gott sei Dank. Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Ach, ich will so vieles und ich kann so wenig. Es kostet alles so viel. Also das ist sicherlich nicht verkehrt. Fallen sehen, ja. Und das nächste, was ich gerne hätte, wäre dann halt das, ne? Oder was kann ich noch nicht? Oder halt das. Obwohl mich das immer nicht so interessiert mit dieser Kopftreffergeschichte. Aber diese schwarzen kann ich erst machen, wenn ich diese hier habe. Oh, was ist das eigentlich? Reduziert? Ja, das finde ich gut. Ich falle immer überall runter. Und einen Punkt habe ich ja noch. Und das habe ich schon, ne? Eile des Affen. Ich habe gerade Elfe des Affen. Ja, klar. Wer kennt sie nicht? Upgrades verfügbar. Bei allen oder was? Nee, nur bei der. Okay. Machen wir mal. Herstellen. Jawohl. Fünf Upgrades verfügbar. Das habe ich ja gekauft, ne? Oder habe ich die gekauft? Nee, die habe ich gekauft, genau. Die mit dem krassen Schaden. Enormer Schaden, Flussfalke. Warte mal, ich vergleiche mal eben, wer hier was kann. Die hat natürlich eine höhere Präzisionsmöglichkeit. Die ist auch nicht schlecht. Nehmen wir mal die. Reduziert Schussablenkung und erhöht den Schaden. Ja, Schaden ist immer gut. Stabilisiert, reduziert den Rückstoß. Höhere Feuerrate, sehr gut. Das machen wir gleich. Glatteres Nachladen, auch das. Okay. Jetzt sind wir arm. Drei Upgrades verfügbar. Okay. Na, immerhin. Und die habe ich jetzt dran, ne?
Okay. Aber die ist doch viel cooler. Die kann doch viel mehr. Nehmen wir die. So. Achso, halt, stopp! Da war noch was. Da. Was ist denn da noch? Ja, ist das nur sagen? Ja, okay, es wollte mir sagen, dass wir jetzt einen Munitionsbeutel haben. Das weiß ich, denn ich habe ihn gekauft. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Aha. Trinity wollen uns rekrutieren. Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Keiner mag Klugscheißer. Das heißt niemand. Oh, ein Schlammloch. Ein Schlammloch. Yeah. Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni Huyana. 5,816587-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses. Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter. Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf. Tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet. Natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Okay. Ist ja krass. So manipuliert man die Welt. So, weiter geht's. Parvenir, hier ist Commander Rourke. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind... ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Komm mal her. Boah, brutal. Wir sollten nicht vom Schlimmsten ausgehen. Vielleicht sind sie okay. Team soll sich beeilen.
schon nicht mehr raufgekommen? Was zur Hölle geht hier vor? Sind es nur zwei? Wie viele sind hier? Oh, wieso sieht man das nicht? Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Was denn? Kann ich irgendwas werfen? Soll ich mal Lärm machen? Ich könnte irgendwas mal anschießen. Aber dann sehen die gleich, dass es ein Pfeil ist, ne? Tja, jetzt wäre eine Flasche oder so schön. Sie sind runter und nicht mehr raufgekommen? Runter und nicht mehr raufgekommen? Was soll das heißen? Okay, ich werde jetzt meinen anschießen. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Ich hasse diesen Ort. Die reinste Geisterstadt. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden. Und das war was anderes. Bewegen die sich gar nicht? Das waren gute Männer. Das sind gute Männer. Wir erleiden Verluste. Okay, Lara steht auf. Stich auch mal auf. Jonah, Commander Rogue ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rogue war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Sterben. Gar nicht gruselig, das Geräusch gerade. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Weiß nicht.
Wieso habe ich nur 5 Pfeile? 9. 13. Wie viele kann ich denn machen? 17. Ich mach mal einfach, mal gucken. Okay, jetzt habe ich 25 Pfeile gemacht. Verstehe. Ach, ich kann mehr machen. Ich dachte, ach, sie macht immer nur ein pro Mal. Aha, okay. Muss man auch erstmal wissen. So. Dokument. An Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuvakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Cool. Mehrere Dinge entdeckt. Das ist das neue Monolith. Überall sind Dokumente. Okay, was ist das? Ich hab das Grab vergessen. Oh, ich bin doch so ein Idiot. Ich wollte doch erst das Grab machen. Wie komme ich jetzt zum Grab? Können wir mal gucken, kann ich denn schon schnell reisen eigentlich? Wir können ja nachher mal gucken, vielleicht kann ich da nochmal hinreisen. Hab ich einfach vergessen. Aber ich habe bestimmt noch ganz viel in dem Dorf nicht gemacht. Musik macht's besser, auf jeden Fall. Ist bestimmt schön warm. Na, wieder ein kleines Stück. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Okay, ich drehe mal da unten an den Rädchen. Hey! Ja, ich habe auch gedacht, ich sterbe jetzt. Okay. Ein Fertigkeitspunkt! Ich brauche passende Symbole. Was? Passende Symbole, hä? Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Und das heißt was? Ich brauche passende Symbole. Irgendjemand? Was? Oh Gott, wie? Wartet. Artefakte. Haben wir nicht irgendwo Fotos oder so? Fische? Wir sind jetzt auf dem Pfad der Lebenden, ne? Toll.
Gibt's nicht noch mehr? Haben wir nicht irgendwie ein Foto gemacht? Nee. Sie hatte doch diese... Als wir da in... die Wand da weggebrochen haben. Da war doch dieses X-Cell und... was auch immer. Naja, anscheinend leider nicht. Wieso haben wir hier kein... Ach so, geht's noch weiter? Geht das auch schneller? Nein. So, gibt's hier nicht auch noch... Manu! Vatersterne. So. Mom. Nee, leider nicht, ne? Blöd. Wo hatte ich das denn? Cashewkern? Nein. Mist. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wie dies links-rechts aussah. Hier? Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Keine Ahnung. Okay. No. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Mache ich jetzt hier weiter, oder? Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Sieht aus wie eine Falle. So, wartet. Links ist 3 Punkte anscheinend und rechts sind 4 Punkte. Na gut. Ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig jetzt. Ja, 4 Punkte und 1 Punkt. Genauso wie es da steht. 4 Punkte, 1 Punkt. Und auf der anderen Seite müssen dann 3 Punkte oben sein, oder was? 3 Punkte sind oben. Ja, genau. Okay. Verstehe. Der reine Zufall hat mir geholfen. Okay. 3 Punkte und 3 Kuchen. 4 Punkte und 1 Punkt. Heißt was? Bricht es wieder zusammen, oder? Nein, tut es nicht. Hey, hier ist jetzt ein Boden. Hier war eben kein Boden. Okay. Also links waren 3 Punkte und 3 Kuchen und rechts waren 4 Punkte und 1 Punkt. Was denn? Was denn? Was passiert hier? Was? Wie? Was zu knapp? Hä? Und jetzt ist hier noch ein... 3 Punkte, 3 Kuchen.
einen Strich. Achso, nein, hier sind Punkt und drei Punkte, okay. Sieht doch gut aus. Was ist jetzt? Was passiert jetzt? Okay. Okay, irgendwas verstehe ich hier nicht. Ich gehe da nochmal hin. Sterbe ich jetzt? Noch eine Tür? Toll. Das kann nicht alles sein. Oh Gott. Wenn ich da jetzt raufgehe, sterbe ich doch bestimmt, oder? Soll ich mal lieber nochmal gucken, ob es jetzt hier noch mehr Kuchen gibt? Wartet. Tada! Seht ihr nämlich hier? Also drei Kuchen. Jetzt nichts, aber und ein Strich, okay. Toll, total logisch. Zug wie, das stimmt jetzt nicht. Ja, ich laufe immer im Zickzack. Geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck Chell. Ich habe hier zwei Daten und X Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Hä? Strich mit 3 Punkten. Linke Säule, ach so. Strich mit 3 Punkten. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Okay. Warte mal, war das oben oder unten? Jetzt habe ich es vergessen. Wo war das? Artefakte. Denn dieses Foto? Ach, hier. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Okay, Strich ist unten. Ja, sieht gut aus. So. Aber was mache ich hier? Hier ist gar nichts. Und was ist hier? Ich brauche noch die letzten zwei Symbole. Tja. Gibt es irgendeine Logik? Das war ein Versuch. Okay, also wieso eigentlich die letzten zwei? Aber auch noch die letzten zwei Symbole. Wollen wir hier auch eine Null einstellen?
sie gesagt, wartet mal. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Sieht wie eine 13 aus, ist aber eine 8. Raff ich nicht. Ich geh mal sterben. Alles kaputt machen, was soll denn das? Ich war doch schon so weit. Okay, na gut. Mir fehlt also eine Zahl. Soll ich sie jetzt einfach alle durchprobieren? Ich mach das. So. Da kenne ich nix. Ihr könnt euch ja mal einen Kaffee holen. Das dauert jetzt. Ich weigere mich, mein Gehirn zu benutzen. Die Musik gibt uns auch keinen Hinweis, ne? Kein Tada, das ist der richtige Stein. Nix, ey. Okay, ist das schon der letzte Versuch? Wehe, das ist es jetzt nicht. Soweit, so gut. Auf der anderen Seite steht, dass dann da ein Strich kommt. Jawohl. Ich brauche noch die letzten 2 Symbole. Wieso sagt sie denn die letzten 2 Symbole? Da ist doch ein Strich. Ich brauche noch die letzten 2 Symbole. Gar nicht wahr. Wieso sind die überhaupt nicht? Das ist doch... Ich brauche noch die letzten 2 Symbole. Noch die letzten 2 Symbole. Aber woher nehmen? Entschuldigt bitte. Kann ich da durch? Wieso kann ich da nicht durch? Was ist das? Wieso kann ich da nicht hin?
Da ist eine Nische. Wieso kann ich da nicht hin? Manu. Wieso ist da eine Nische, wenn ich da nicht hin kann? Das ist unfair. Ich will da hin. Wie kann ich da hin? Kann ich da irgendwie hin? Ach, ich brauche noch die letzten zwei Symbole. Achso, das ist von der Steintür. Verstehe. Okay. Bringt mir auch nichts. Okay, das hier ist eine Null. So weit waren wir ja schon. Aber... Ich brauche noch die letzten zwei Symbole. Aber was fehlt hier? Ich habe alles durchprobiert. Null, drei Kuchen und eine Null. Null, eins, irgendwas, irgendwas, eins. Ach nee, es ist keine Null, es ist ja was mit vier Punkten. Dieser Stern ist Alfard, der Alleinstehende. Um die verborgene Stadt zu finden, musst du am Ufer nach Süden gehen, bis du den rosa Fisch siehst. Folge dann dem Herz der Schlange zu dem silbergekrönten Berg, wo sich die Zwillinge... In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Ich raff's nicht. Ist wahrscheinlich ganz einfach. Okay. Es nützt nichts. Ich muss jetzt hier speichern. Ich werde mir jetzt mal einen Kaffee machen und weiter darüber nachbrüten. Und dann hole ich euch hier wieder ab und wir rätseln gemeinsam weiter und lösen hoffentlich dieses Rätsel. Bis später.